Ich würde so gerne irgendwo hingehören. Ich lebe in meinem Heimatland, seit ich geboren bin. Aber offiziell existiere ich hier nicht. Ich bin eine sogenannte Staatenlose. Ich bin jetzt über 60 Jahre alt. Den Großteil meines Lebens bin ich mit meiner Familie vor Krieg, Hunger und Verfolgung geflohen. Meine Regierung hat beschlossen, dass ich einer Minderheit angehöre, der sie die Staatsangehörigkeit entziehen können. Seitdem bin ich staatenlos. Einfach so. Ich bin 7 Jahre zur Schule gegangen. Als ich schließlich meinen Abschluss machen wollte, haben sie mich nach meinen Papieren gefragt. Ich habe keine Papiere. Sie haben mir gesagt, dann kann ich meinen Abschluss nicht machen. Ohne Abschluss ist meine Schulbildung nichts wert. Nach langer Suche haben wir endlich ein Land gefunden, welches uns bleiben lässt. Aber alles ist anders. Meine Papiere sind auf der Flucht verloren gegangen und mein Land will mir meine Dokumente nicht erneut ausstellen. Eine neue Staatsbürgerschaft bekommen wir im neuen Land auf gar keinen Fall. Ich muss meine Familie versorgen, aber ohne Papiere will mir hier niemand einen Job geben. Ich wollte schon immer eine Familie gründen und jetzt bin ich endlich schwanger. Aber mit der Freude auf mein Kind wächst auch meine Angst. Ich werde das Kind nicht im Krankenhaus kriegen können, weil ich nicht krankenversichert bin. Und ich habe nicht genug Geld, um die Behandlung bezahlen zu können. Ohne Papiere muss man hier die Preise zahlen, die von Ausländern verlangt werden. Mein Kind wird keine Geburtsurkunde bekommen. Ich frage mich, was kann mein Kind dafür, dass ich keine Papiere habe? Meine Schwiegertochter ist zwar von hier, aber dieses Land ist eins von weltweit 27 Ländern, in denen es den Müttern verboten ist, die Nationalität an die Kinder weiterzugeben. Das geht nur über den Mann. Aber mein Sohn bräuchte seine eigenen Papiere dafür und die haben wir nicht. Ohne Dokumente bleiben er und seine Kinder staatenlos. Studieren oder einen anständigen Job finden, wird für sie fast aussichtslos. Staatenlose gibt es überall auf der Welt. Ihre genaue Anzahl ist nicht bekannt, weil die Daten zu Staatenlosen nur selten erfasst werden. Durch die hohe Dunkelziffer gehen Experten und Expertinnen aber von mindestens 10 Millionen Menschen ohne Staatsangehörigkeit aus. Ausschließende staatliche Rechtsordnungen sowie Flucht und Migration führen dazu, dass Menschen ihre Staatsbürgerschaft verlieren oder von Geburt an gar nicht erst bekommen. Die Schicksale der Menschen unterscheiden sich, aber die Konsequenzen sind für alle gleich. Diesen Menschen werden die selbstverständlichsten Dinge verwehrt: Bildung, medizinische Versorgung, Sicherheit, das Recht auf Besitz, Möglichkeiten zu arbeiten, ihre Nationalität an ihre Kinder weiterzugeben, zu wählen oder einfach zu reisen. Diese universellen Rechte stehen jedem Menschen zu. Sie dürfen nicht an eine Staatsangehörigkeit gebunden sein. Ich träume von einer Welt, in der ich und meine Familie sicher sind, bevor ich sterbe. Wie kann es sein, dass ich hier bin und doch nicht existieren kann?